Hallo meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ja, ich möchte euch heute eine Legung reingeben, natürlich hier auf YouTube auf die Liebe, auch wenn ich andere Sachen kann, aber das ist das Hauptthema, was euch hier auf diesem Kanal gefällt und wo ihr gerne reinschaut, gerade zu dem speziellen Thema Seelenpartner, Seelenliebe. Und da wollen wir einfach mal schauen, was auf der anderen Seite los ist. Das ist ja mal ein gutes Ding über die Karten. Ein bisschen Klarheit, ein bisschen Information zu bekommen in einer Phase, wo ihr vielleicht nichts von ihm hört, wo ihr wenig hört, wo es oberflächlich im Kontakt ist und da die Neugier überwiegt und man viel zu viel im Kopf ist und viel zu sehr wissen möchte, was der andere tut, was der andere macht. Dafür sind die Kartenlegungen eine gute Bestätigung eigentlich eurer Intuition. Ja? Also hört immer gut drauf, was euer Bauch, was euer Herz dazu sagt. Es ist immer ganz wichtig, dass ihr überprüft, ob das jetzt wirklich euer Ding ist, ob ihr hier in Resonanz gehen könnt. Und bei dem karmischen Kreuz, was wir gleich legen, kann man mal sehr schön sehen, wenn deine Seite passt, ja? Wenn deine Gedanken und deine Gefühle, die wir gleich auslegen, wenn du sagst, ja, das ist genau das, was ich fühle und was ich auch gerade im Kopf habe, dann ist ja gar keine Frage mehr, warum sollte die andere Seite dann nicht funktionieren? Warum sollte das nicht stimmen? Warum sollte das dann nicht auf dich zutreffen? Und so kannst du auch überprüfen, wie deine eigene Intuition funktioniert. Ja? Also wenn du das Gefühl hast, der hat jetzt einfach nur Stress mit seinem Job oder mit anderen Dingen und es liegt gar nicht an dir, dann brauchst du ja gar nicht so viele Gedanken zu machen. Ne? Wenn dann die Karten so kommen, dass man dann sagen kann, okay. Wenn du aber sagst, der hat sich ewig nicht gemeldet, dann müsste doch eine andere Frau sein und dann liegen aber Dinge zum Job, dann solltest du an dem Thema Eifersucht für dich irgendwo was tun, ja? Weil die Eifersucht ja auch immer eine Angst vor dem Vergleich ist und damit eben eine Angst auf ein Gespenst ist, was du besiegen darfst oder mutig dich entgegenstellen darfst. Nur mal so, das fiel mir jetzt gerade, nur das kam so schön von oben durch. Alles nicht geplant, was ich hier gesagt habe, aber es sollte gerade so sein, wie ich finde. Ihr wisst, ich gucke immer gerne zusätzlich zu den Karten auch in die Sterne. Ich liebe die Astrologie und schaue mir da auch an, was großes Thema ist. Und wir befinden uns ja momentan auch in einer Zeit, wo ganz viele Planeten schon in die Rückläufigkeit gegangen sind. Wir haben den Jupiter rückläufig, wir haben den Saturn rückläufig und damit wird auch eine schöne Rückschau nochmal gemacht. Ne? Bist du auf deinem richtigen Weg? Bist du richtig abgebogen an einer gewissen Stelle? Und das sind Dinge, die fühlen sich nicht immer gut und hübsch und schön an. Und dann gibt es auch Auseinandersetzungen und Konfrontationen, mit denen man umgehen muss. Aber das ist das Thema der Zeit. Ja? Und ich sage es euch immer wieder gerne, so wie der Herbst uns zeigt, dass es Zeit ist zum Loslassen, wie die Bäume die Blätter loslassen und ihre Früchte loslassen. So ist das eben auch im Leben immer mal eine Zeit, wo man einfach Revue passieren lassen darf, was darf gehen. Was bindet mich, was fesselt mich, was lässt mich meine Liebe nicht so leben, wie ich das mir vorstelle. Ne? Und das ist jetzt die Zeit, die nochmal verstärkt wird durch das Thema Skorpion. Nächste Woche geht die Zeit des Skorpions los und der Skorpion ist auch ein Symbol für das Stirb-Werde-Prinzip. Ja? Ist der das Tierkreiszeichen für das achte Haus. Das achte Haus, was das Haus des Todes, des Sterbens und des Wiedergebärens sozusagen darstellt. Und damit ist es eben auch eine riesengroße Phase der Transformation. Also wundert euch nicht, wenn ihr momentan denkt, meine Güte, was da so alles auf mich reinprasselt und warum gerade jetzt? Und warum hat sich das nicht schon eher gezeigt? Und plötzlich sind die Dinge so, wie sie sind. Und das hängt alles mit dieser energetischen Phase auch zusammen. Ja? Also das, was wir über die Energien spüren, können wir über die Karten gut sehen. Das ist eben das Schöne, deswegen kombiniere ich gerne die Astrologie und die Karten auch miteinander. Und das werden wir auch gleich tun. Ich möchte dazu noch ergänzen, also wir haben die Skorpionzeit, die uns eben in diese Transformationsphase gerade führt, wo wir selber viel reflektieren dürfen. Wir beginnen auch am Montag, am 21. mit ein Portaltagskorridor, der sich über 10 Tage zieht. Und die Portaltage kommen ja eher aus dem Maya-Kalender, die haben die Mayas sozusagen ins Leben gerufen. Und das sind, habe ich hier schon oft erklärt, aber ich tue es nochmal für alle diejenigen, die hier heute neu sind und die ich herzlich grüße an dieser Stelle. Portaltage sind einfach
Zeiten, in denen die Schleier zu der Anderswelt besonders dünn sind, wo wir sehr stark in der Wahrnehmung sind, wo wir sehr stark im Unterbewusstsein sind, wo wir viele Dinge über unsere Träume gespiegelt bekommen, wo wir mehr mit Fühlen als mit Denken erreichen können. Und Portaltage führen uns auch immer in eine Veränderung. Und es ist eine Art Prozess, wenn 10 Portaltage aufeinander folgen, weil es nicht nur jeden Tag ein anderes Thema gibt, was verarbeitet werden darf, sondern wo man eine Entwicklung auch sehen kann am Ende des Portals. Und das ist eine Zeit, die uns sehr einkehrend macht, die uns mit uns, mit unserem Inneren, mit unserer Seele sehr stark verbindet, wo auch Meditation und so Yoga und leichte Sportarten eben auch Dinge sind, die uns immer gut unterstützen, weil wir dann in einer anderen Welt unsere Gedanken in den freien Lauf begeben, ja, wo wir nicht in dieser 3D-Welt festgezurrt zwischen den Terminen irgendwo stecken, sondern wo wir gedanklich abschweifen und wo wir ja über Bilder, über Wahrnehmung einfach Dinge gespiegelt bekommen, die uns helfen auf unserem Weg der Veränderung. Und weil diese 10 Tage hintereinander, erfahrungsgemäß, ich mache das ja jetzt schon ein paar Jährchen, eine heftige Zeit sind für viele, ne, weil man nicht immer alleine gut mit dem, was man gezeigt bekommt, klarkommt, ne, weil man gerne wissen möchte, was steckt hinter den Bildern, die man sieht, was solltest du tun, was kannst du machen, biete ich hier nochmal ein Coaching an, eben in der Form, dass ich also jeden Tag eine Tarotkarte für dich ziehe, dir ein Thema vorgebe, wir uns darüber unterhalten, was sich bei dir gezeigt hat und dann eben auch notieren bis zum Ende des Portaltagskorridors, was noch nicht gelöst ist und uns dann überlegen, welche nächsten Schritte für dich die sinnvollsten sind, um natürlich auch hier happy aus diesem Prozess herauszugehen. Wer meint, dass das noch eine gute Lösung für ihn ist, kann jetzt gerne da einsteigen, sollte bitte unten über die Kontaktdaten mir zügig eine Information schicken, dass ihr Interesse daran habt, dass ihr euch anmelden wollt. Informationen, Details findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. Und dann könnt ihr dabei sein. Wer zwischendrin merkt, dass es heftig wird und dann sagt, vielleicht hätte ich mal doch, ich werde dann nach Ablauf einer Woche oder nach 5 Tagen, besser gesagt, werde ich noch für den zweiten Zeitraum ein Angebot machen, dass ihr sozusagen dann für die letzten Tage noch dabei sein könnt. Das war mir ganz wichtig, das wollte ich hier noch mit gesagt haben. Das ist, wie gesagt, eine spannende, aber auch eine aufrührende Zeit. Und nicht jeder kommt damit allein mit den Energien, die sich da zeigen, gut zurecht. Und wer die hierfür braucht und wer sie möchte und sich unterstützen lassen möchte, kann sich, wie gesagt, gerne bei mir melden. So, jetzt gucken wir aber auf die Karten. Jetzt schauen wir uns an, was in eurem Fall los ist. Und ich habe schon 2 Karten gelegt, nämlich dich als Dame hier als Zuschauer. Du bist die Dame, egal ob du männlich oder weiblich bist, und dein Gegenüber, die Person, auf die du schaust, egal ob männlich oder weiblich, ist der Herr. Jetzt muss ich mir hier mal noch was zum Abdecken suchen fürs Fernsehen. Ja, ich verwende die Gilded River Lenormand Karten von Giro Marchetti und wir legen ein karmisches Kreuz. Und karmisches Kreuz ist bei mir auch in persönlichen Legungen die Ausgangsbasis in einer Liebeslegung, weil man da schon eine ganze Menge sehen kann. Es ist viel intensiver, als wenn wir ein großes Blatt legen. Manchmal werde ich danach gefragt, such mir doch mal ein großes Blatt. Kann jeder so haben, wie er mag, aber in dem karmischen Kreuz sehen wir gerade zur Liebe schon ganz viele, viele Informationen. Und für mich, wenn man das so viele Jahre macht, das ist auch immer wieder ein schöner Vergleich, wo man eben auch sehen kann, ist es eine Beziehung, wo es Sinn macht, dran festzuhalten oder sollte man sich vielleicht lieber daraus verabschieden? Das gibt es ja leider auch. So, jetzt brauche ich meine Brille. Wahrnehmung funktioniert bei mir besser mit Okular. Auch wenn ich die Karten schon fühlen kann, sozusagen. So, wir haben auch seine Gedanken als erstes gefragt. Was liegt in seinen Gedanken? Und da hat er das Kreuz gelegt und den Blumenstrauß. Und damit sagt er eben, dass er über eine Belastung nachdenkt. Es ist eine Situation, die sich unglaublich schwer für ihn anfühlt. Es ist eine Situation, die ihm vielleicht sogar Rückenschmerzen bereitet, weil eine Last auf seinen Schultern sozusagen zu tragen ist. Und diese Last hat häufig harmonische Hintergründe, aber es sind karmische Hintergründe.
Also es ist häufig eine Verstrickung aus einem früheren Leben, etwas, was ihr mit Komplikationen in eurem Seelenplan hier auf diese neue Inkarnation gebracht habt. Und diese Verstrickung, diese Belastung hat mit schönen Treffen, mit Verabredungen, mit Einladungen zu tun. Ihm macht etwas Kopfzerbrechen. Er möchte sich gerne mit dir verabreden, er möchte gerne dich wiedersehen, er möchte dich gerne treffen. Aber das scheint nicht so einfach zu sein und das geht ihm so durch den Kopf, wie er das am besten hinkriegt. Vielleicht ist es nicht so einfach, weil es bei ihm oder bei dir oder bei beiden noch einen anderen Partner gibt. Vielleicht ist eine große Distanz zwischen euch. Vielleicht hat er irgendwelche Ängste, die da noch mit reinspielen. Das können viele Hintergründe sein, warum er dieses über die Einladung nachdenken oder sich wiedersehen wollen als Belastung für sich empfindet. Was hast du in deinem Köpfchen? Was denkst du? Ja, du würdest dich über die Einladung zum Treffen sehr freuen. Du würdest dich sehr freuen, wenn das, was eure Beziehung, eure Verbindung, euer Miteinander ausmacht, wenn sich das positiv entwickeln würde, wenn ihr ein Stückchen vorwärts kommen würdet, wenn ihr näher zusammenrücken würdet, dafür stehen die Störche auch, wenn ihr gemeinsam hier durchs Leben gehen würdet, das ist vielleicht auch ein Gedanke von dir. Auf jeden Fall denkst du darüber nach, ob er sich bei dir meldet, ob er auf dich zugehen wird, ob er dich nochmal fragen wird. Das sind so Gedanken, die dir gerade durch den Kopf gehen. Ne? Also nicht nur ob, sondern auch wann. Das Wann ist ja immer die große knifflige Frage für jeden von euch, aber da gibt es natürlich auch immer die passende Antwort von mir, dass das zur rechten Zeit geschehen wird, dass es für das Universum keine Zeiten gibt, dass die Zeiten nicht wichtig sind, dass immer dann, wenn beide in der richtigen Frequenz sind, auch die Treffen und das Miteinander funktionieren kann. Ne? Ich habe es euch in einer früheren Legung mal schön erklärt, wenn man nicht auf der gleichen Ebene ist. Wir hatten das damals im großen Platt oder man kann es auch sehr gut über den, ich such's mir mal ganz kurz, über den Irrgarten erklären, über die Karte Irrgarten. Na, also da laufen viele Personen durch den Irrgarten und jeder läuft einen anderen Weg. Ja? Und man kann sich nicht begegnen, weil man nicht in der gleichen Linie läuft, weil man nicht in der gleichen Frequenz unterwegs ist. Und genauso ist es in Partnerschaften. Ne? Wenn du in einer niedrigen Frequenz schwingst als er oder umgekehrt, dann kann dieses Zusammentreffen nicht stattfinden. Und der Schlüssel zum Erfolg ist an sich, die Frequenz zu erhöhen, in eine andere Schwingung zu gelangen, um das überhaupt zu ermöglichen. Das kann bei jedem natürlich ein anderer Hintergrund sein. Ne? Ich habe vorhin das Beispiel mit der Eifersucht gebracht. Wenn du einfach eifersüchtig darauf bist, dass es jemanden anders bei ihm geben könnte, dann bist du in einer niedrigeren Frequenz, ja, weil es vielleicht überhaupt gar nicht sein Thema ist. Vielleicht hat er wirklich gerade im Job unheimlich viel zu tun, ja, und du denkst, der meldet sich nicht, weil da gibt es bestimmt eine andere. Also schwebt ihr in unterschiedlichen Sphären. Du hast kein Verständnis dafür, dass er sich um seinen Job kümmert und machst ihm vielleicht sogar Vorwürfe, was tut er, was macht er und überhaupt. Ne? Und dann kann das nicht miteinander harmonisieren, weil ihr auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs seid, weil ihr unterschiedliche Gänge einfach lauft. Ne? So kann man es, glaube ich, am leichtesten erklären. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man das, was man für sich tun kann, ja, um für sich rein zu sein, ne? Dass man das einfach macht. Ne? Wenn du merkst, das Thema Eifersucht ist dein Thema, dann guck dir das an, warum bist du eifersüchtig. Ja? Und Eifersucht hat auch immer was mit Selbstwert zu tun, hat immer was mit dem Vergleich mit anderen zu tun. Was ist nicht gut an dir? Was fühlt sich nicht gut an? Was denkst du, was ist im Vergleich zu anderen ein Thema? Und auch ein häufig gesagter Satz von mir, der hier nochmal zu sagen ist, nur wenn du dir selbst ein guter Partner bist, kann das eben auch mit dem anderen, mit dem Herren, mit der Partnerin, je nachdem, welcher Konstellation ihr seid und jetzt schaut, auch funktionieren. Wer sich selbst ein guter Partner ist, zieht eben auch Partner an, die sich selbst auch ein guter Partner sind. Und dann sind diese Konflikte einfach schon mal ein Stückchen geringer, zumindest auf der Zweisamkeitsebene. Ne? Gut, wir machen weiter. Wir machen weiter mit den Gefühlen und natürlich mit deinen Gefühlen. Was tut dein Herz? Was tut er für dich?
nehmen wir die Karte. Super. Was fühlt er für dich? Magie, Anziehungskraft, Sexualität. Ja? Der ist hin und weg von dir. Du bist einfach, für ihn bist du die Traumfrau, für ihn bist du jemand, den er sehr attraktiv findet, der ihn begeistert, der nicht nur körperlich und äußerlich, sondern auch von dem, was du mitbringst an Ausstrahlung, an inneren Werten, wie man immer so schön sagt, ja? Das passt schon. Und wenn er dann das Kind noch legt, dann liebt er einfach auch die Leichtigkeit, die ihr miteinander habt, dass ihr miteinander lachen könnt, dass immer die Zeit, wenn ihr zusammen seid, unglaublich schnell vergeht und dass man einfach die Uhr zurückdrehen möchte, ja? Dass man einfach merkt, es ist leicht, es ist schön, es macht ihn glücklich, es macht ihn fröhlich, es lässt ihn vielleicht auch wie ein kleines Kind sein. Er fühlt sich dann auch jugendlicher, frischer. Also du machst ganz viel mit ihm. Ne? Du bist hier der Sonnenschein sozusagen für ihn. Du bist hier jemand, der ihn unglaublich begeistert, der ihn unglaublich bewegt, der ihn unglaublich anzieht. Sehr schön. Was liegt auf deiner Seite in den Gefühlen? Was fühlst du? Er legt so viele schöne Sachen. Das ist ganz häufig so, dass die weibliche oder die Fragestellerseite, die Zuschauerseite, dass die schlechter aussieht als die vom Gegenüber. Das kommt ganz häufig vor, ne? Weil ihr einfach vielleicht mit euch noch nicht im Reinen seid. Deswegen habe ich, denke ich, heute auch so weit ausgeholt und so viele Sachen dazu erzählt, dass man sich selbst ein guter Partner sein sollte. Da sind einfach Zweifel da, ja? Da sind Zweifel da, ob das jemals miteinander funktioniert. Da sind Zweifel da, ob er es überhaupt ernst meint. Da sind vielleicht eben auch bedingt, wir haben vorhin das Thema Eifersucht, ne? Wenn wir das nochmal weiterspinnen, da sind vielleicht auch Zweifel da, dass es also neben dir vielleicht noch jemanden anders irgendwie geben könnte. Also hier sind Zweifel und ich traue dem ganzen Frieden nicht, sind hier schon bei dir im Herzen irgendwo verankert. Und mit der Uhr ist es für dich eben auch schwierig, hier geduldig zu sein. Ja? Also es ist sicherlich eine Legung für alle diejenigen, die keinen Kontakt haben, weil man hier aufgrund der wenigen Informationen, aufgrund des fehlenden Kontaktes, aufgrund des Nichtwissens, was ist auf der anderen Seite los, hier sich seiner Intuition nicht über den Weg traut. Ne? Das ist es. Auf Gefühlsebene ist es die Intuition, ist es die Wahrnehmung. Du traust dem nicht, was du fühlst, du traust dem nicht über den Weg und du hast eigentlich keinen Bock mehr zu warten, du willst wissen, woran du bist. Ja? Wenn es um den Kopf geht, dann geht es immer um das Wiedersehen und beim Herzen denkst du, meine Güte, habe ich mich jetzt hier in irgendwas verrannt oder tut mir das wirklich gut? Ja? Da bist du dir sehr, sehr unsicher, was du wirklich fühlen sollst. Du hast tiefe Gefühle für ihn, aber du hast irgendwie auch Angst davor, dass das alles nur so ein schöner Traum ist, dass das nur eine Vision ist, dass das nicht der Realität entspricht, was du fühlst. Was liegt zwischen euch? Die Mäuse. Da sind zwei ganz schön angefressen. Da geht es aber auch darum, dass der Verlust zwischen euch liegt. Ja? Vielleicht habt ihr wirklich gerade keinen Kontakt oder eben eine große Distanz zwischen euch und könnt euch gerade nicht einfach mal so sehen und einfach mal so über den Weg laufen. Also es gibt wenig Gelegenheiten, dass das Schicksal euch gegenseitig vor die Füße fallen lässt und es gibt wenig Gelegenheiten, sich konkret zu verabreden. Da geht es immer darum mit den Mäusen. Ne? Und vielleicht ist es auch so, dass du ihm den Rücken zugewandt hast, weil er direkt auf die Mäuse schaut und eine gewisse Angst eben auch hat, dich hier zu verlieren. Was haben wir aktuell? Ja, aber weil die Liebe da ist, ja, eine wunderschöne Legung. Also auf der aktuellen Position liegt das Herz, da ist ganz viel Liebe, Gefühl, ganz viel Tiefe da, da ist ganz viel für den anderen da. Und das ist eine Position, die von euch beiden berührt wird. Also es ist jetzt nicht nur so, dass du ihn liebst, sondern das sind auch sehr tiefe Gefühle von seiner Seite. Und wie gesagt, er hat eher Angst, dass er dich hier verliert, verloren haben könnte, weil vielleicht
eine Trennung, ein Kontaktabbruch da ist. Und das ist das mit der Brücke. Hier wird es ein Aufeinanderzugehen geben. Ne? Also wenn das jetzt aktuell noch nicht passiert ist in den letzten Tagen, dann wird das in kürzester Zeit einfach kommen, dass ihr beide, einer von euch beiden, auf den anderen zugeht, weil es einfach ja, eine Herzensangelegenheit ist. Was wird es? Die Würfel sind noch nicht gefallen. Was ist konkret wird, bringen die Karten hier nicht raus. Und wenn ich heute nicht so viel über die Transformation gesprochen hätte zu Beginn, dann hättet ihr bestimmt gedacht, oh, aus und vorbei. Nein, der Sarg ist nie die Karte für aus und vorbei. Der Sarg ist die Karte für die große Transformation. Ihr beide seid in einem Transformationsprozess. Was auch immer euer Thema ist, was erstmal bereinigt werden darf. Ich bleibe jetzt wieder bei dem Beispiel mit der Eifersucht. Vielleicht ist es bei dir die Eifersucht. Ja? Schau mal in dich ganz tief hinein oder geh in eine Meditation und versuch herauszufinden, was dein Thema ist. Warum kannst du mit ihm gerade noch nicht zusammen sein? Das kann auf seiner Seite ganz viel Ballast sein. Ne? Er hat ja auch das karmische Kreuz da liegen. Aber häufig ist es eben auch so, dass schon das Thema Ungeduld, das Thema Zweifel, ja? Wenn die Sachen auftreten, dann hast du noch was zu bereinigen. Und dann solltest du gucken, wo kommt das her? Kommt das aus deiner Kindheit? Kommt das aus früheren Partnerschaften? Warum triggert dich das Thema so? Warum kannst du nicht sagen, ich lasse ihm mal seine Zeit, der wird sich schon wieder melden? Warum kannst du nicht cool mit einer Situation umgehen? Warum bist du genervt, wenn du nichts hörst, wenn du nicht weißt, woran du bist? Dann macht es was mit dir, weil du nicht dich als gut genug dafür empfindest. Definitiv. So, also große Transformationszeit im Herbst, immer so, im Portaltagskorridor, noch viel wichtiger, in der Zeit des Skorpions, wenn ich es vorhin nicht angekündigt hätte. Ja? Also ich liebe das, dass die Karten immer so wunderbar mit den Sternen sprechen und die Sterne mit den Karten. Es ist eine Woche, in der ihr durch einen Prozess durchgeht, in der sich Dinge verändern werden. Und wie ich schon gesagt habe, du kannst immer nur auf deine Seite schauen, du kannst in Partnerschaften immer nur das bereinigen, was dir gespiegelt wird, was du erkennst, was du siehst, was noch nicht passt, um sozusagen freudestrahlend dir selber ein guter Partner zu sein. Und das, was er macht, ist häufig das, was nachzieht. Ja? Also wenn zwei Bedürftige sich treffen, und das scheint hier der Fall gewesen zu sein, dann haben beide so ihr Päckchen und dann guckt jeder auf seiner Seite. Und wenn da viel gelöst werden kann, dann wird der Weg auch immer schneller frei. Ja? Aber so wie es aussieht, wird es hier kurzfristig ein Aufeinanderzugehen geben, ob das jetzt ein Anruf oder eine Nachricht oder ein Treffen sein wird. Auch wenn man sich dann nochmal kurz wieder aus den Augen verliert, weil jeder mit seinem Päckchen zu tun hat. Ja? Also nicht traurig sein, das ist wichtig, das ist notwendig. Das ist das Thema, dass jeder von euch Frequenzanpassung, Schwingungsanpassung erleben darf, um eben hier miteinander auf der gleichen Ebene geführt zu werden. Das ist wie bei einem Radiosender, den kannst du nur gut hören, wenn du die richtige Frequenz empfangen kannst. So, das war's nochmal. Ich möchte noch eine Karte haben aus dem Liebesorakel von der Nicole Hartmann. Was gibt uns die Nicole hier noch mit als Information für, das war eine ganze Menge, Unterschiede, Dualität, dein Seelenpartner ist anders, schätze eure Unterschiede, sie zeigen euch die Themen auf, ja, das spiegeln, was ich eben gerade gesagt habe. Und dann nehmen wir noch eine Karte aus dem Orakel von der Karin Hönig, sag es mir, eine verbale Botschaft. Führe tiefgehende Gespräche mit ihm, in denen ihr eure Ängste und Sorgen teilt. Nur wer das Innerste kennt, kann auch bedingungslos lieben. Es geht immer wieder darum, bedingungslos zu lieben und zu wissen, was in dem anderen vorgeht. Kommunikation ist alles. Ne? Da wirst du sagen, ja, wenn ich noch kommunizieren könnte, hör auf deine Impulse. Das hatte ich diese Woche ganz oft in persönlichen Legungen. Werde ich ja immer gefragt, na, soll ich jetzt was machen oder soll ich nichts machen? Soll ich was schreiben, soll ich nichts schreiben? Und meine Antwort lautet da immer, dass du wirklich deiner Intuition folgen darfst. Ne? Dass du dich nicht fragen sollst, ist das, was ich fühle, richtig? Sondern wenn du morgens aufstehst und denkst,
Oh, ich habe das Bedürfnis, ich muss jetzt mal kurz eine Nachricht, ein Foto, was auch immer schicken, oder ich muss jetzt mal kurz Hallo sagen, oder ich muss jetzt mal kurz die Sonne rüber schicken, dann ist das so, dann mach das. Es ist nie falsch. Ja? Das Schöne ist ja immer, der Film des Lebens ist schon gedreht und du kannst eigentlich keine Fehler machen. Man macht keine Fehler, man sollte nicht zu viel drüber nachdenken, man sollte seinem Herzen einfach mal ein bisschen Freiraum geben, und wenn dir danach ist, eine Nachricht zu schicken, dann schick die auch. Dann ist das auch immer richtig, auch wenn du keine Antwort bekommst. Ja? Aber schicke keine Nachricht an ihn, um zu erwarten, dass du eine Antwort bekommst. Ja? Oder versuch nicht irgendwie den Text clever zu formulieren, um eine Antwort zu erhalten. Das sind Manipulationen und das rächt sich immer wieder. Ne? Das rächt sich damit, dass das Universum sagt, meine Liebe, du hast aber noch viel zu lernen. Es ist noch nicht die richtige Zeit. Ja, man manipuliert nicht. Liebe ist bedingungslos. Liebe ist frei. Ja? Also immer dann, wenn es von Herzen kommt, immer dann, wenn du es spürst, melde dich bei ihm. Und dann ist es auch immer richtig. Egal, ob ihr 4 Wochen, 1 Jahr, 5 Jahre keinen Kontakt gehabt habt. Tu, was dir in dem Moment spontan durch den Kopf schießt. Ihr Lieben, ich möchte es dabei belassen. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Kommt gut durch den Portaltagskorridor. Ich werde mich morgen nochmal melden mit einer Legung, nicht auf die Woche, sondern auf den kompletten Portaltagskorridor. Wer sich dazu noch anmelden möchte, ich habe es vorhin gesagt, unten in der Infobox findet ihr dazu noch Informationen. Und dann habe ich, glaube ich, ja, eins habe ich noch nicht erwähnt. Ich habe euch gestern ein Video eingestellt, wo ich euch mal kurz zeige, welche Präsente ich fürs Rauhnachtspäckchen zusammengetragen habe. Schaut gerne mal in das Video rein, wenn ihr dieses Jahr bei den Rauhnächten dabei sein wollt, wenn wir zusammen räuchern wollen, wenn wir zusammen das Jahr beenden und uns auf das neue Jahr vorbereiten. Wenn ihr, wie gesagt, diese Utensilien auch cool findet, ich versuche das jetzt auch immer unten drin mit stehen zu haben. Manchmal ist der Text zu viel, deswegen muss ich mal gucken, wie oft ich das unten einstellen kann. Aber ich werde euch Informationen zu dem Rauhnachtspäckchen nochmal geben. Schöner ist es, wenn ihr euch das Video anschaut, weil dann findet ihr nochmal ganz genau alles, was ich sozusagen reingepackt habe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir eine große Community sind, die über die Feiertage, über die Weihnachtsfeiertage bis zu den Heiligen Drei Königen dann auch zusammen sozusagen das Jahr starten, und ja, wenn ihr da genauso viel Spaß dran habt wie ich. Macht's gut, ihr Lieben, habt einen schönen Sonntag, bis bald. Ciao, ciao.